nicht wundern, wenn es dann doch hin und wieder mal bei der Aufnahme, also wenn ihr das nächste Video anfangt, von der Musik her dann doch ein bisschen anders ist, weil ich benenne die Folgen direkt schon um, dass ich hinterher weiß, wo ich hin muss. Weil sonst habe ich hier das totale Chaos. Nicht nur hier, sondern auch in meinem Aufnahmeordner. Und das wollt ihr nicht, das will ich nicht. Weil sonst haben wir so ein Fauxpas wie mit der ersten Minecraft-Folge, die rausgekommen ist von der Season 1. Da war es nämlich so, dass ich... die erste war... Glaube ich wirklich die erste, aber die zweite war irgendwie die dritte und so. Und das wollen wir nicht. Also ich nehme immer auf, beende die Aufnahme, ändere den Titel, damit wir da auch in keinster Weise durcheinander kommen und alles schön chronologisch hochladen können, beschreiben können, beschriften können und ihr euch das Ganze dann anschauen könnt. Ja, das mit dem Berg wird noch ein Weilchen dauern, aber wir haben ja genug Unterhaltung. Wir haben da hinten Hähnchen. Ihr habt mich. Die Kühe haben wir jetzt mal noch nicht. Was aber auch nicht schlimm ist. Aber die will ich auch verlagern. Also die Kühe hier in der Nähe des Hauses zu lassen, ist vielleicht nicht die beste Lösung. Deswegen will ich die auf jeden Fall wegtun. Also keine Sorge, ich bringe sie nicht um. Sondern ich verlagere sie nur. Weil das ist meine eigentliche Idee gewesen. Noch eine schöne Farm. Eine schöne Tierfarm mit Untersteller, dass die nicht so oft nass werden, weil nasses Fleisch schmeckt kein. Und natürlich auch mit einer fällt mir das Wort nicht ein. Doch, mit einer Windmühle. Also ich habe vor, noch eine schöne Windmühle zu bauen. Mit auch einem kleinen Lager drinne für Samen und alles drum und dran. Da kann ich die nämlich auch aus dem Hauptlager rausnehmen. Die braucht dann da keine Socke mehr. Und hier tut sich sehr, sehr, sehr viel Kohle auf. Das ist sehr schön. Ich hoffe, ich langweile euch mit dem Bergabbau nicht zu sehr. Wir haben dann ein bisschen Alpen. Gerade darum, dass wir hier was Schönes schaffen wollen. Währenddessen ein bisschen nach wie vor auch Eigenwerbung. Ich habe auch einen eigenen Server. Und es ist sogar ein Swift-Server geworden. Ich bin ein bisschen abseits von dem Spawnpunkt. Wenn da mal Interesse bestünde, mitzumachen, dann schreibt es doch in die Kommentare. Wer nicht in die Kommentare schreibt, darf nicht mitspielen. Dort ist allerdings vieles auch unter, sagen wir mal, Hashtag und Grütze. Nein, unter Hashtag Kreativmodus haben wir viel da gebaut. Also wir sind zu zweit. Wir haben unter Kreativmodus uns eine ganze Burg gebaut. Da habe ich allerdings auch schon eine Mühle gebaut. Kein automatisches Feld, aber ein Feld, was sich die Landschaft einfach nicht so angeboten hat. Und eigentlich gleich voll. Kann man ein bisschen wegmachen. So, auf jeden Fall hat sich das gar nicht angeboten, deswegen bin ich dann auf die normale Mühle zwar hängen geblieben, auf der normalen Mühle hängen geblieben, aber halt nicht auf dem automatischen Feld.
Wir haben das schon mal gebaut, dann ist der Server aber so abgeschmiert, dass er nichts gespeichert hat. Wir haben ein paar nette Dinge gebaut. Eine ganz große Scheune mit ganz vielen Tieren. Und. So, jetzt habe ich schon nichts mehr. So, was kann ich wegtun? Eigentlich den Löwenzahn. Nur erstmal nicht. So, und dann ist das natürlich hier noch ein gutes Stückchen des Abbauens. Haben wir es jetzt gleich schon wieder dunkel. Den nehme ich schon nicht mehr mit. Ah, ich habe schon 64. Nee. Jetzt ganz einfach, wir geben unten in unserem Ofen wieder ein paar Steine ab. Und das andere Zeug, was ich so habe, was wir dann nicht brauchen gerade. Smeltet schön, sehr schön. So, Pflanzen hatte ich hier oder unten? Hier, ich stehe, sorry, ein bisschen Hixerei. Fichtensetzling hier drin. Dann tue ich den Stamm auch mal hier hin. Ja. Hier hatte ich mich auch mal runtergegraben. Hier sind öfters mal Viecher drin. Bisschen für EP gut. Nachdem man ja wohl keine Spawner mehr bauen kann. Tue ich die einfach mal da rein. So. War glaube ich hier unten, genau. Rennen gehen, ich kann noch mal ein Stück trinken. Traut es einem Glück allein. Wir müssen das auch mal, glaube ich, hier ein bisschen mit Glowstone ausbreiten. Was natürlich schwierig ist, weil ich kein Glowstone habe. Und dieses Rennen macht mich immer noch fertig, weil ich nach wie vor sehr viel Essen verbrauche, nur weil ich so viel renne. Ich versuche das immer in so einer, ja, was heißt gerade Linie, aber schon so zu begradigen, dass ich nichts immer irgendwo hängen bleibe. Dass ich das in einer Tour machen kann. Dass ein immer kleineres Rechteck wird. Was für melancholische Musik beim Bau. Haut mich nicht, aber das hat so ein bisschen so Anno-Flair jetzt. Allein durch die Musik. So, jetzt haben wir unser Quadrat, was wir wollen.
Und es klappt auch, wenn ich die Fackel eingesammelt habe. Warum hat sie eh nicht geklappt? Wahrscheinlich einfach nur zu fett gehängt. Jetzt geht's nämlich schon wieder nicht. Aber kein Problem. Ist das noch Minecraft? Ja, das ist noch Minecraft, okay. Sorry, muss ich mal gerade abchecken, weil es hat jetzt doch Kingdom Hearts leer, obwohl ich das Spiel nie gespielt habe. Mich aber sehr dämlich verdient. Ah, die Sonne steht mir schon wieder im Nacken. Hab ich jetzt ein Bild wie ein Creeper? Wenn ihr das auch wahrgenommen habt, wenn der Sound nicht zu leise war. Das auch erledigt. Auf welcher Höhe müssen wir denn hier noch kommen? Okay, das ist zweifache Höhe. Okay, dann kann ich hier nämlich. Weiß ich, dass ich hier nachher natürlich runterkomme, wenn ich das andere alles abgebaut habe. Eieiei, was für ein Spaß. So viel noch zum Abbauen. Systematisch alles abbauen. Ich hoffe, euch nervt das Geräusch des Abbauens nicht. Aber wir kommen ja mit der Schaufel Gott sei Dank sehr, sehr, sehr weit. Ich darf nur nicht vergessen, dass wir die vielleicht irgendwann mal reparieren. Herzustellen wäre blöd. Das mit Behutsamkeit ist jetzt nicht so schlimm. Ob es jetzt ein Grasblock oder ein Erdeblock ist, ist mir sowas von egal. Was man vielleicht auch mal machen könnte, wäre, wenn man Bäume hat, mit der Behutsamkeit kann man natürlich die Büsche daraus kriegen. Ach ja.
muss ich mir eigentlich auch mal irgendwann fangen. Aber kommt dann auf jeden Fall, sobald die Tierfarm steht, werde ich mir so einige Tiere noch schnappen müssen. Könnte mal ein paar erlegen. Ihr so? Ach, das war das Wort zum Sonntag. Und ihr so?